Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen, ihr hattet ein geiles Wochenende. Mein Wochenende war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen beschissen. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen. Mich hat's am Donnerstag voll mit der Erkältung erwischt, jetzt geht's einigermaßen. Deswegen, sorry Leute, wenn ich ab und zu schneuzen muss. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich wollte heute in diesem Video mit euch über mein letztes Video sprechen, denn in den Kommentaren ging es da ganz schön ab. Bevor wir dazu jetzt aber gleich kommen, will ich noch ein, zwei Sachen loswerden. Und zwar Nummer 1, das Video für die 500 Abo, also 500 Abonnenten, wollte ich ja am Wochenende, also dieses Wochenende, hochladen. Habe ich jetzt leider nicht geschafft wegen der Erkältung, soll aber gar keine Ausrede sein. Ich habe schon angefangen, das Video zu drehen, aber ich habe euch ja gesagt, ich will es ja ein bisschen, ja, geil machen, cool machen, ein bisschen euch was erklären in dem Video. Natürlich das Sample Pack zur Verfügung stellen. Und ja, gibt es mir einfach noch ein bisschen Zeit für das Video. Und genau, das war Thema 1. Thema Nummer 2. Ihr seht es wahrscheinlich schon an der Perspektive, ich habe jetzt meine Kamera direkt vor meinem Bildschirm hingestellt. Ich wollte hier das komplette Studio bzw. den ganzen Müll noch aufräumen, habe ich auch noch nicht geschafft, interessiert euch wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ja, so ist gerade der Stand der Dinge. Dann wollte ich viel mehr Vlogs hochladen, habe ich bis jetzt auch nicht geschafft, weil ja, mir fehlt einfach echt die Zeit. Das ist so krass, ich habe zwar einen Vollzeitjob, das ist jetzt auch keine Ausrede oder soll keine Ausrede sein, war ich heute und gestern Motorrad fahren. Ich wollte unbedingt, also wirklich Leute, ich wollte unbedingt Motovlogs machen, aber ich dachte mir einfach mal so, lass mal die Kamera daheim, beziehungsweise die GoPro, fahr einfach mal mit deinen Leuten, mit deinen Freunden und genieß das einfach mal, weil ihr müsst auch so sehen, Zeit für sich selbst dann zu haben, ist halt so viel wert. Und ich hocke mich echt, oder ich versuche jeden Abend oder jeden Tag nach der Arbeit, mich hier ins Studio zu setzen, auch wenn keine Videos oder nicht so viele Videos kommen, und ja, guten Content zu liefern. Deswegen, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Rücksicht, ihr versteht mich da ein bisschen. Das waren jetzt die ersten zwei Punkte, die ich loswerden wollte. Also wie gesagt, Setup hier. Ich wollte ja schon längst mit euch mein, ja, Livestream-Setup herrichten. Ich habe ja das ganze Equipment schon da. Das Einzige ist halt hier wegen dem Tisch. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil der einfach mir viel zu klein ist. Wer mein Instagram-Profil schon kennt, ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Die waren richtig geil. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe zwar meine Fotokamera oder meine DSLR-Kamera dabei gehabt. Nicht zum Filmen, sondern zum Fotografieren. Ich blende euch jetzt mal kurz ein paar Fotos ein, die ich da gemacht habe an dem Spot. Es war einfach so mega geil, es war mega lustig und ihr könnt es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch mir schon auf Instagram folgt. Wer es noch nicht tut, gerne mal mein Instagram abchecken, da seid ihr eigentlich immer up to date. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema in diesem Video und zwar, wie vorhin schon gesagt, ich wollte mit euch kurz drüber sprechen, über mein letztes Video, weil da ging es in den Kommentaren echt mega, mega krass ab. Ich blende mich jetzt wieder hier unten klein ein, ich zeige euch das jetzt kurz auf dem Bildschirm und ja, also hier seht ihr meinen Kanal, den kennt ihr wahrscheinlich schon, ihr schaut auch fleißig meine Videos, was ich sehr, sehr geil finde. Also man sieht hier 152 Aufrufe, also so grob alles über 100, 200 Aufrufe. Das Video von Salvatore mit seinem neuen Track Horse hat über 1000 Aufrufe und ich merke halt einfach, dass Reaction-Videos sehr gut bei euch ankommen. Mir machen sie auch sehr, sehr viel Spaß. Das Einzige, was ja immer das Problem ist, ist mit der GEMA. Aber deutsche Songs oder sowas kann ich ja ohne Probleme nehmen. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, auch einfach ab in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Kommentare von meinem letzten Video an. Da ging es ganz schön ab, also von Kritik und negativen Sachen und sowas. Deswegen jetzt mal ganz kurz dramatische Musik. Spaß beiseite, Leute. Genau, also wir schauen jetzt mal ganz kurz die Kommentare an. Nein, ich will das Video nicht anschauen. Genau, 8 Kommentare. Ich habe es am 6.6. hochgeladen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann das gerne noch anschauen. Und zwar der erste Kommentar kam von Vince. Und er hat geschrieben, cooles Video, aber informiere dich bitte das nächste Mal über die Produkte, die du hier vorstellst. Muss ich ehrlich zugeben, Leute, hat er vollkommen recht. Die ganzen Kommentare, die ihr jetzt da gleich sehen werdet oder die ihr schon gelesen habt, sind echt, ja, zu Recht.
kann ich nichts dagegen sagen. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen, oder ich hätte mich wirklich besser informieren können. Er hat halt einfach geschrieben, warum ich, oder es gab auch hier irgendwo einen Kommentar, warum ich in meinem Thumbnail einen kompletten anderen DJ-Controller hergenommen habe. Also hier seht ihr es nochmal. Ich weiß nicht, warum manche Leute sich darüber aufregen, keine Ahnung, verstehe ich selber nicht. Klar, hätte ich auch einen anderen DJ-Controller nehmen können und das in das Bild einfügen können, aber ich fand den einfach geil und das Thumbnail, seht ihr ja selber, ich gebe mir auch schon ein bisschen mehr Mühe. Ich sitze da auch, ja, eine Stunde ungefähr dran, damit ich einigermaßen gutes Bild hinbekomme. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum manche Leute ja das als Kritik oder als negativen Punkt sehen. Aber lassen wir es jetzt mal so stehen. Er hat hier zum Beispiel noch geschrieben, der Controller heißt DDJ-SB3 und er hat keine USB-Eingänge. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Außerdem ist es schon wichtig, mit welcher Software man auflegt. Gut, ich kann jetzt noch 10 Stunden hier weiterlesen, aber ja, er hatte recht. Ich hätte mich besser informieren können, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, es ist meine Meinung und wenn ihr eine andere Meinung habt, auch wenn es Kritik ist, das ist ja auch in dem Sinne keine direkte Kritik, sondern einfach nur so ja, eine Darstellung. Er wollte mir damit sagen einfach, hey, informier dich nächstes Mal besser, aber sonst cooles Video. Deswegen, Vince, wenn du dieses Video siehst, stimme ich dir Vollgas zu. Also wie gesagt, das mit dem Thumbnail verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich hätte auch meinen Pioneer-Controller hernehmen können, der kostet 1.500 Euro oder 2.000 Euro. Hätte ich es auch verstanden, aber das war halt einfach ein DJ-Controller, der sah cool aus, den packe ich ins Bild rein und ja. So, dann gehen wir zum nächsten Kommentar. Da hat einfach nur einer geschrieben, DDJ400 von Pioneer. DJ Star Listening hat dann geschrieben, ganz gutes Video, Bro. Dankeschön. Der verfolgt meine Videos auch schon länger, also der ist immer fleißig am Kommentieren, also mach weiter so, gell? Bloß mit ein paar sehr wichtigen Details, die du leider falsch erzählst. Ja, sind wir wieder beim Thema. Ich hätte mich besser informieren können. Und, genau, die beiden Load-Buttons sind keine USB. Habe ich aber in dem Video dann gesagt, dass ich mich vertan habe, weil ich dachte, es sind USB-Eingänge. Dabei sind es diese Ladetasten, wie er auch hier jetzt schreibt. Aber, ja, lassen wir auch mal so stehen. Ich wollte einfach in dem Video mit euch kurz drüber sprechen. Ist jetzt auch nichts Besonderes eigentlich, aber der nächste Kommentar kam vom Daleme TV. Gutes Video, der Einschnitt am Anfang hat einfach genau meinen Gedanken von Sync-Button wiedergeben. Das war ja das Thema mit, nimmt man den Sync-Button her oder nicht? Eigentlich nutzen ihn keine mehr, beziehungsweise wenn man es richtig professionell machen will, sollte man sich den Sync-Button direkt aus dem Kopf schlagen, weil Sync kann jeder. Hat er geschrieben, edit anstatt dem Mixtrack Pro 3. Wie gesagt, das ist ja mein Top-Favorit. Hätte ich eher den Mixtrack Platinum von Numag empfohlen. Auch sehr geil, dass er jetzt hier in den Kommentaren auch euch was empfehlen kann. Der ist vom Aufbau fast genau wie der Mixtrack Pro 3. Ich hatte den Platinum noch nicht probiert. Ich habe auch ehrlich gesagt bei Numag angefragt, ob die vielleicht eine kleine Kooperation machen wollen. Aber bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Aber wenn irgendwas kommen sollte, gebe ich euch natürlich Bescheid in dem Video oder auf Instagram, weiß ich noch nicht. Genau, dann hat er noch geschrieben, hat aber mehr Futures und zumindest meiner Meinung nach für den geringen Aufpreis sinnvoller. Gut, muss ich mir mal genauer anschauen, vielleicht teste ich den mal. Auf jeden Fall danke für deinen Kommentar, finde ich richtig, richtig geil, dass du auch hier in den Kommentaren agierst und den Leuten auch was anders empfiehlst, was ich jetzt empfohlen habe. Und genau, dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Otti Jim, meiner Meinung nach ist der Numag Mixtrack Platinum geil. Also er ist der gleiche Meinung wie Daleme TV. Ja, muss ich echt mal testen, den Controller. Also ich will ihn ja nicht kaufen, weil ich habe ja einen DJ-Controller. Aber es wäre halt cool, wenn ich den irgendwie mal testen könnte, um den Platinum oder generell Numa-Controller oder generell Controller zu testen. Müsste ich, glaube ich, noch eine größere YouTube-Base haben oder halt mehr Abonnenten, dass die Firmen ein bisschen aufmerksam auf mich werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich finde es echt geil, dass die Leute oder dass ihr hier reinschreibt, was ihr empfehlen würdet. Und genau, dann kommen wir zum nächsten Kommentar, der ist von ja, also er heißt TSDG DFSGDFG. Bro, ich habe keine Ahnung, wie du auf den Namen kommst, aber ich glaube, du hast einfach betrunken auf der Tastatur rumgehauen. Nein, Spaß beiseite, aber er hat geschrieben, du hattest selbst im Titel Bild ein Traktor S2. Da sind wir auch wieder beim Thema Titelbild. Ich weiß, Leute, ich hätte was anders nehmen können, aber ich hätte auch den CDJ nehmen können oder irgendwas komplett anderes nehmen können.
ich weiß halt nicht, warum die Leute da immer ein bisschen, ja, das als Kritik sehen oder beziehungsweise als negativen Punkt. Es ist ja kein heftiger Clickbait gewesen, sondern, ja, lassen wir es einfach so stehen. Ich habe jetzt genug darüber geredet, aber ihr wisst hoffentlich, was ich damit meine. Dann hat er geschrieben, warum nicht im Video, weil ich gesagt habe, ich habe 5 rausgesucht, die meiner Meinung nach gut sind, die ich empfehlen würde. Da war halt der Traktor S2 nicht dabei. Zweimal den gleichen Herkules und dann, ich glaube, du meintest dann den Traktor nicht. Ja, habe ich, glaube ich, gerade beantwortet. Also trotzdem danke für deinen Kommentar. Nächstes Mal informiere ich mich besser. So, der nächste Kommentar war vor 3 Tagen. Ihr seht auch hier schon, ich habe nicht einen einzigen Kommentar beantwortet. Das ist eigentlich richtig assi von mir. Es lag auch daran, dass ich einfach mir noch keine Zeit dafür genommen habe, weil wenn ich Kommentare beantworten will oder beantworte, will ich nicht einfach nur schreiben so okay oder cool oder Daumen hoch oder irgendein Smiley, sondern ich will auch ein bisschen schreiben. Ich will ja mit euch in den Kommentaren ein bisschen ja Unterhaltung schaffen. Ja, deswegen werde ich das auf jeden Fall noch nachholen, vielleicht auch noch heute, keine Ahnung, wie ich drauf Bock habe. Der nächste Kommentar kam von Marvin Vogel, der kam vor 3 Tagen. Er hat geschrieben, ich glaube, die USB-Eingänge, die du beim ersten Controller erwähnt hast, sind die Load-Buttons für den Track. Zum 10. Mal, ja, habe ich dann auch festgestellt. Und ansonsten aber coole Auswahl der Controller. Dankeschön, finde ich geil. Aber wie gesagt, zum 10. Mal, es ist meine Meinung. Ihr könnt euch gerne noch woanders informieren oder eure Freunde fragen, die vielleicht irgendwo auflegen oder euch in irgendwelchen Foren durchlesen. Geht jetzt hier schon wieder ab. Und der letzte Kommentar, also wie gesagt, 8 Kommentare waren es, der kam vom Harry Potter. Einfallsreicher Name auf jeden Fall. Was hältst du von dem Numark NV2? Würde mich über eine Antwort von dir sehr freuen. Ich werde dir bald antworten. Wie gesagt, ich beantworte bald alle Kommentare noch. Den Numark NV2 habe ich noch nicht getestet. Wie gesagt, es kam noch zu keiner Kooperation, weil ich kann jetzt nicht einfach hunderte von Euro oder das wären ja dann schon tausende von Euro für irgendwelche DJ-Controller ausgeben, die wo ich dann in dem Video test und dann ja bei mir rumliegen. Ich glaube, man kann sogar welche ausleihen, aber ich sag mal so, Leute, wenn irgendwann mal eine Kooperation mit irgendwelchen Firmen stattfindet, gebe ich euch Bescheid. Ich werde es testen, ich werde es wirklich ausführlich testen, ich werde damit einen Mix machen, ich werde mit euch alles durchgehen, Verarbeitung, Qualität und so weiter. Aber ich gebe euch natürlich Bescheid, Instagram Story oder YouTube-Video, weiß ich noch nicht, aber soweit ist es noch nicht. Genau, das waren jetzt eigentlich die Kommentare unter meinem letzten Video. Also man merkt schon, es ging schon gut ab. Einerseits finde ich es geil, wirklich geil, dass ihr in den Kommentaren schreibt, dass ihr was vorschlagt, dass ihr eure Meinung dazu sagt, dass ihr Kritik äußert. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für mich, weil ohne Kritik ist es doch echt langweilig. Und es gab keine einzige Beleidigung. Gut, ich habe auch diesen Filter eingefügt. Wenn es irgendwelche Beleidigungen gibt, wird der Kommentar automatisch gefiltert in dem Spam-Filter. Ja, abgeheftet, sage ich mal. Aber trotzdem, Leute, finde ich echt geil. Respekt vor euch, dass ihr trotzdem am Boden geblieben seid und mir einfach eure Meinung dazu geäußert habt. Genau. Was ich aber noch wirklich loswerden will, Leute. Was ich wirklich, wirklich loshaben will. Was ich mega, mega geil finde. Und da ziehe ich echt den Hut jetzt vor euch. Ich weiß, meine Haare sind nicht gemacht. Ja, da ziehe ich echt den Hut vor euch, Leute. Trotz den ganzen negativen, sage ich jetzt mal, trotz den ganzen negativen Kommentaren haben wir trotzdem mehr positive Likes als negative. Und jetzt schaut euch das Ganze mal an. 13 Likes. Gut, ist jetzt noch ein bisschen wenig von 152 Klicks. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber abgesehen jetzt davon, 13 Likes und ein Dislike. Und das finde ich echt mega, mega geil. Ihr habt mir eure Meinung in die Kommentare geschrieben, dass ich mich einfach mehr informieren sollte. Da gebe ich euch zu 100% recht. Aber trotzdem habt ihr mir ein Like gegeben. Denke ich jetzt mal zumindest. Und das finde ich echt geil. Und da merke ich einfach, ich habe einfach die geilste, geilste Community, die man sich echt vorstellen kann. Wenn ich jetzt hier über mein Handy nachschaue, habe ich aktuell 523 Abonnenten. Das heißt, ich gewinne gerade jeden Tag Abonnenten dazu. Ich habe jeden Tag neue Kommentare und das ist einfach so viel wert. Also mir bedeutet es echt viel, obwohl ich euch echt viel versprochen habe. Genau. So, das war's heute mit diesem kleinen Smalltalk, mit diesem kleinen Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wenn ja, gibt's diesem Video gerne
einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, lasst die Community ein bisschen wachsen, agiert mehr in den Kommentaren wie in diesem Video, auch wenn es Kritik ist, ist mir völlig egal. Ich find's geil, ich lerne aus meinen Fehlern, ich hoffe ihr auch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, Leute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.